Saisontore des SC in Liga und Pokal erzielt. Abstoß, Ulreich, Bogdebniak, Didavi und Kakao. Schafft sich Platz für die Flanke auf Bogdebniak, 0-1. Hat für Russland getroffen in der EM-Quali. Es war das Bauchgefühl von Christian Groß, ihn und nicht Marika beginnen zu lassen. Wirkte motiviert, beweglicher als zuletzt, startet in die Mitte durch. Kakao kann schauen und unbedrängt flanken. Stellungsfehler von Oliver Barth. Der Torhüter Oliver Baumann machtlos. Das Tor hätten die Abwehrspieler verhindern müssen. In jenem Georg Niedermann. Christian Tresch bleibt Rechtsverteidiger. Camoranesi, Baggi, Bogdebniak. 96 Sekunden erst gespielt. Ein Traumstart für den Tabellenletzten. Kaum zu glauben, wie viel Platz Tresch außen hat. Camoranesi verlängert. Wird von Kakao danach noch abgefälscht. Kakao nicht im Abseits. Für Baggi unmöglich, den Ball festzuhalten. Idealer. Da lässt sich die Anstrengung eines Europapokalspiels leichter aus den müden Knochen schütteln. Für Stuttgart Camoranesi. Ewels fällt im Gedränge. Bogdebniak 3-0, obwohl er den Ball gar nicht richtig trifft. Es gibt diese Tage, an denen dem einen alles misslingt, den anderen der Ball und das Glück vor die Füße fallen. Gerangel in der Mitte, nicht abgepfiffen, für mich richtig so. Darms träumt. Bogdebniak einmal mehr. Gedanken schneller als die Gladbach. Stuttgart. Idrissou. Boka. Bailly unsicher. Bogdebniak zum dritten 4-0. Bailly wirft ihm den Ball vor die Füße. Und niemand kann Bogdebniak heute kontrollieren. Nicht Brauers und nicht Andersson in der zweiten Hälfte. Da ist nichts besser geworden bei Gladbach. Eine Minute später. Zu zehnt. Und plötzlich mit Bewegung nach vorne. Martin Hanik mittlerweile im Spiel. Marika Bogdebniak, der Anschlusstreffer in der 88. Minute. Plötzlich sind sie aufgewacht. Pe Bogdebniak acum, încercând să declanșeze acest atac cu Zmanović, Treș, acum Molinaro, fundașul stânga. Molinaro, bună pasă, Bogdebniak în poziție de gol, surpriză! Surpriză, iată, se produce! Dortmund trăiește pe muchie de cuțit acest final de meci. O acțiune de atac exemplară a lui Stuttgart, finalizată cu un șut în vinclu al lui Bogdebniak. Foarte bine, ciharnic peste minge. Harnik, el a jucat pasa cu călcâiul. Aici Gebhardt. Harnik. Da, Harnik. Și Bogdebniak, deși dă impresia că se... Nu, este să știe, este Kuzmanović. Da, Kuzmanović. Bogdebniak dă impresia că se împiedică, dar abia se așează bine pe minge și o trimite în vinclu. Lotului lui Stuttgart i-a permis lui Labadia aceste mutări. E drept că și această minge lovită involuntar de Neustadter îi dă posibilitatea lui Bogdebniak să reducă din diferență. Reacția este însă excelentă. Reacția rapidă a lui Bogdebniak, care înscrie al patrulea gol în două meciuri cu Borussia Mönchengladbach. S-a plasat cel mai bine din tot grupul de jucători. 29-го тура, в котором Штутгарт россиянина принимал Кайзерслаутерн. Форвард отличился на 39-й минуте, забив трудовой мяч. Богдебняк замкнул прострел с левого фланга, выиграв при этом борьбу у защитника. Этот гол стал для Павла восьмым в нынешнем сезоне в чемпионате Германии. После удара россиянина Штутгарт вышел вперед 2-1, однако преимущество команда не удержала. После перерыва Кайзерслаутерн отправил в ворота хозяев 3 мяча, победив в итоге 4-2. Команда Богдебняка по-прежнему находится.